Was machen Deutsche in Japan? Sie singen den größten Song, den ein Deutscher je geschrieben hat. Wir sind in Shibuya! Wir sind in Shibuya! Touristen! Touristen! Atatakai Lemon Tea. Ich muss das alles noch probieren, bevor ich fahre. Das ist das große Problem. Wir müssen in einer Woche jetzt all diese ekelhaften Getränke trinken. Kannst du bitte Skal trinken? Ist es geil? Ich finde es geil, ob du es geil findest, ist die andere Frage. Findest du es ironisch geil oder echt geil? Ich finde es echt geil, aber ich habe auch einen scheiß Geschmack. Okay. Also zählt es nicht nur für Musik. Oh. Oh, shit. Oh! It's me, Luigi. Oh Gott. Aber nicht, dass es hier spritzt. Es hat keine Kohlensäure, ne? Ist voll lecker. So, baby, come into the in the backseat of your Rover. Hey, man. Yeah, man. Yeah, man. Where is from? Germany. Germany? Yeah. Deutsch? Yeah, Deutsch. Germany is belly, sucker, whale. Yes. Yes. She like a beer. Oh! Ich bin noch nicht betrunken genug. Ich bin nicht auf dem Level. Ich bin noch nicht im Modus. Immodus. Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid, aber wir sind Immodus. Was guckst du hier für Sachen an? Okay, und jetzt kommt der unser Trap Freestyle, den wir gemacht haben heute im ersten Tag in Tokio. Hier, wir sind Shibuya. Ein bisschen unsere Eindrücke in so einem Trap-Song aufgeschrieben. Okay, einfach mal so ein bisschen subjektiv. Okay, Eindrücke. Kann es sein, dass alle Frauen hier heißen? Alle sollen heißen. Warum das so ist, Homie? Ich weiß nicht. Aber alle sollen heißen. Sie sehen aus wie 18, aber sind schon Anfang 30. Ich weiß nicht. Wir sind in Shibuya! Ich würde dir einen Song draus machen, doch das kann ich mir nicht leisten. Denn das ist sexistisch und rassistisch gleichzeitig. Doch das ändert nichts daran, dass jede Japanerin heißt. Oh, die Leute gucken schon. Schatz, die Leute gucken schon. Ich hab mal überlegt, ein Album zu nehmen. Brasit. Oh, guck mal, 1000-jährige Eier. Ja, die gibt's in Thailand auch mal. Das ist doch wie bei mir in der Hose. Lol. Du, ich glaube, das ist ein super Hotel. Ja, das ist relativ simpel. Wir sind Idioten. Okay, jetzt sieht man es besser. Wow, und jetzt? Hier, da. Ja, was ist denn da? Tokio Deutsche Bunkakaikan. Ja, das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Ich weiß trotzdem nicht, was es heißt. Das heißt Tokio und irgendwas mit Deutsch. Okay, wir machen Rap-Zeilen vervollständigen, das Spiel. In Japan, deshalb sind wir hier. Von welchem Rapper ist die Zeile? Sammy Deluxe, ständig am Handy die Chicks. Das ist hier das Deutsche Kankokyuku. Steht da. Das ist so ein Reisezentrum. Und hier sieht man eine Karte von Japan mit den bekannten japanischen Städten Dresden, Potsdam, Berlin. Sieht ein Stück weit auch alles gleich aus. Wie die Menschen. Racial Joke. Ich sehe halt aus wie ein Bankräuber jetzt einfach. Wie ein Clownfisch. Wie ein Bankräuber. Clownfisch, Bankräuber. Hi, ich bin draußen über Bewährung. Wir sind erst 18, aber sehen aus wie Anfang 30. Spaß, umgekehrt. Weißt du, glaubst nicht dran, aber wir sind lustig. Wir müssen erst mal reinkommen, aber ich hab's dir immer gesagt, wir sind lustig. Und wenn wir das alles zusammenschneiden, dann sagen die Leute so, oh, Jusi und Betoni sind voll lustig. Dann kriegen wir vielleicht eine Sendung irgendwo, so bei Puls oder Fritz oder so.
Ach, Juse, weißt du was? Ich glaube, ich bleibe einfach hier. Weißt du warum? Warum? Husten und reden ist sowas Geiles.